Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute werden wir, wie ihr seht, Blindstil erwerben. Das habe ich schon bereits gemacht, darum werdet ihr es bei mir nicht sehen, aber hierfür müsst ihr grundsätzlich einfach nur 7 Punkte mit der Ulti bekommen, wenn ihr 0 Punkte habt. Das macht ihr am besten einfach, wenn ihr einen Gegner habt und volle Ulti. So, jetzt gehen wir einfach zu einem Gegner und greifen ihn an. Und müssen direkt die Ulti zünden, weil wir am Anfang immer 0 Punkte haben am Anfang. So. Und es ist jetzt luckbasierend, ob ihr direkt 7 Punkte bekommt oder erst später. Zum Beispiel jetzt habe ich nur 5 bekommen. Dann geht ihr einfach nochmal zurück und geht einfach nochmal zu einem Gegner. Damit habt ihr immer noch eure Ulti und spart euch sozusagen die Zeit, um alles aufzuladen. Obwohl man das, glaube ich, auch mit dem Food machen kann. Jetzt ist jetzt eigentlich noch nicht möglich, Adventurine zu pullen und zu spielen theoretisch, aber man kann das durch die Story-Quest machen. Dadurch könnt ihr einen sehr frühen Abschluss von diesem Achievement bekommen. So, jetzt sind wir schon angekommen und drücken nochmal, einfach direkt nochmal auf den Gegner. Und warum ich immer eigentlich den hinteren angreife, ist, weil ich irgendwie den Aberglauben habe, dass es halt durch eine Weakness Break für eine höhere Wahrscheinlichkeit hat von 7, weil ich das ja schon gemacht habe und das schon mehr öfters gehabt habe. Dadurch denke ich, dass es halt wahrscheinlicher ist. Deswegen greife ich eigentlich immer den hinteren an. Aber es wird definitiv später auch eine einfache Möglichkeit geben, das Achievement zu bekommen, indem ihr ganz einfach beim Trial, das zeige ich euch gleich, nachdem ich nochmal das probiert habe hier, einfach nochmal drauf gedrückt und nur 2 Stück. Aber wie ihr hier bei meinem Team seht, ich habe nur Charaktere mitgenommen, die ihr auch vorziehen könnt oder halt Ulti aufladen könnt. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr nicht ganze Zeit wie ich dahin zum Gegner laufen wollt und nicht die Ulti aufgeladen habt oder was auch immer. Und dadurch Adventurine immer mehr als, damit ihr Adventurine halt so schnell wie möglich die Ulti geben könnt. Aber das hat auch einen Nachteil, diese andere Möglichkeit, weil, wie gesagt, er würde sich aufladen, wenn ihr das machen würdet. Also das untere hier unten würde sich dann aufladen und ihr müsst es halt bei 0 anfangen, was dann halt nicht mehr gegeben ist. Darum benutze ich diese Methode. Aber es ist halt eine Wahrscheinlichkeit, dass man halt 7 bekommt. Man weiß halt nicht, wann genau. Aber es ist einer der kürzeren Achievements, relativ einfach. Aber wenn ihr es noch einfacher haben wollt, aber es geht jetzt nicht derzeitig, aber wenn ihr es noch einfacher haben wollt, dann wartet einfach auf die Eignungsdemonstration hier und wartet einfach, dass es halt Adventurine hier ist. Wenn Adventurine hier ist, dann haben die immer volle Ultis. Wenn man zum Beispiel hier reingeht, die haben immer volle... Okay, die haben nicht immer volle Ultis. Aber das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit, das zu machen. Ich habe gedacht, die hätten volle Ultis, damit es am meisten Spaß macht. Anscheinend nicht. Auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zwar habt ihr es jetzt gerade nicht gesehen, dass es halt klappt, aber wie ihr gesehen habt, ich habe es schon mal geschafft. Habe es auch auf anderen Bändern, aber ich kann nicht schneiden. Darum benutze ich einfach einen One-Taker. Also wenn euch das Video gefallen hat, ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Ich werde definitiv auch mehrere Videos jetzt noch mal bringen für 2.1, die halt schwieriger sind. Natürlich nicht die Achievements, die man halt während der Story-Quest bekommt, weil das ist eigentlich egal. Auf jeden Fall würde ich mich jetzt verabschieden und wünsche euch noch einen schönen Tag.